Hallo, herzlich willkommen zu unserem Webinar heute Abend zum Thema Leave No One Behind, die Situation von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es haben schon einige eingeschaltet. Wir sind gerade, es kommen immer mehr Leute rein. Es sind schon knapp 40 Leute da und es werden sekündlich mehr. Deswegen würden wir noch 1 bis 2 Minuten warten und gucken, ob noch der ein oder die andere zu uns stößt. Und dann auch relativ bald schon anfangen. Wir können vielleicht, bevor ich auch euch gleich nochmal ein oder zwei technische Hinweise gebe, unsere Wartezeit überbrücken. Wer Lust hat, wir haben eine kleine Umfrage vorbereitet. Wir haben ja tatsächlich alle jetzt in der Corona-Krise unheimlich viel an digitalem Know-how gewonnen und wir wüssten gerne mal von euch, wie es bei euch eigentlich ist, seid ihr gerade jeden Abend in einer neuen Videokonferenz oder seid ihr ständig in denselben? Und deswegen wollten wir mal eine Kurzumfrage mit euch machen, auch um ein bisschen unser Publikum kennenzulernen und wollten von euch wissen, wie viele Videotools habt ihr eigentlich schon benutzt? Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne an unserer Kurzumfrage mal teilnehmen und dann wissen wir bald, wie viele Leute auch zum ersten Mal vielleicht heute Abend dabei sind. Ja, das sieht schon sehr spannend aus. Also wir haben tatsächlich derzeit noch eine dynamische Antwortentwicklung. Ich würde mal noch 2, 3 Sekunden warten. So, jetzt haben wir ein Ergebnis. Wir haben tatsächlich Leute, die heute zum allerersten Mal an einer solchen Videokonferenz oder einem Webinar teilnehmen. 5% betrifft das. Insofern ganz herzlich willkommen und ganz besonders dir ein herzliches Willkommen. Über 30% sagen, sie haben bereits mehr als 5 Tools benutzt. 41% sagen 3 bis 4 und 23% sagen 1 bis 2. Das heißt, wir sind digital wirklich ganz gut aufgestellt. Das freut mich. Und jetzt, wo sich es gerade so einpendelt, wir sind jetzt ein paar mehr als 40 Leute, knapp 50 Leute, würde ich sagen, wir fangen dann langsam mal an. Ich fange an mit ein paar technischen Hinweisen, damit ihr wisst, was euch heute Abend erwartet und wie ihr euch Hilfe holen könnt, falls irgendwas nicht funktioniert. Wir haben das jetzt so gehandhabt, dass ich euch eingangs was erzähle, dann nachher auch die anderen TeilnehmerInnen dieses Panels. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr die nachher im Chat stellen. Das werde ich dann auch nochmal erklären. Aber wenn ihr bis dahin Fragen habt, haben wir unseren großartigen Mitarbeiter Sebastian Weise hier aus der Grünen Landesgeschäftsstelle, der euch auch gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die also einfach unter Fragen auch stellen. So, sonst später, wenn wir in den Frageteil der Veranstaltung kommen, ist es auch so, dass ihr die Fragen als Fragen stellen könnt und ich die dann weitergeben werde an die Teilnehmerinnen, weil das einfacher ist, als wenn wir jeden freischalten und dann die Fragen jeder selber in die Kamera sagen muss. Da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass das technisch häufig eine große Herausforderung ist und deswegen würden wir das so handhaben. So, ich würde deswegen jetzt erstmal dazu übergehen, die anwesenden Diskussionsteilnehmerinnen zu begrüßen. Wir haben ja angekündigt, dass wir mit 3 Leuten heute Abend besonders diskutieren wollen. Und das ist zum einen Gordon Isler. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Gordon. Gordon ist der Vorsitzende, hi, ist der Vorsitzende von CI. Das kennen viele von euch. CI wurde 2015 gegründet und hat in diesen knapp 5 Jahren jetzt bereits mehr als 70 Missionen auf dem Mittelmeer gefahren und mehr als 15.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Aktuell wird das Schiff Alan Kurdi, das CI auch gehört, mit dem ihr sicher gerne weitere Missionen fahren würdet, wird derzeit im Hafen von Palermo blockiert von den italienischen Behörden. Und da gibt es auch eine Petition, da können wir vielleicht auch nachher nochmal darauf hinweisen, dass dieses Schiff nicht weiter blockiert wird, damit eben CI die wichtige Arbeit, die sie da tun, weiter tun kann. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Gordon uns da gleich ein bisschen noch mehr erzählen wird von dieser wichtigen Arbeit. Dann als zweite heute Abend ist Bettina Jarasch da. Bettina ist Mitglied im Abgeordnetenhaus.
seit 2016 und ist dort Sprecherin für Integration und Flucht sowie für Religionspolitik. Sie setzt sich in der rot-rot-grünen Koalition, die wir hier in Berlin haben, vor allem für die Aufnahme von Geflüchteten ein, auch von Geflüchteten eben aus dem Lager Moria, und hat zusammen mit unserer Fraktion im Abgeordnetenhaus am 20.05. beschlossen, dass endlich eine Landesaufnahmeordnung erstellt werden wird, um auf der Grundlage dieser Ordnung die Aufnahme von Geflüchteten zu regeln und ein Landesaufnahmeprogramm zu starten. Da gibt es neuere Entwicklungen, über die Bettina dann später sicher auch nochmal berichten kann. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Bettina. Und last but certainly not least, Erik Marquardt. Erik ist seit ziemlich genau einem Jahr, ich glaube gestern oder vorgestern, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, ist es ein Jahr her, dass du ins Europäische Parlament gewählt wurdest. Hallo Erik, schön, dass du da bist. Und deine Schwerpunkte sind Migration, Flucht und Menschenrechte. Erik hat mehrere Monate die Situation von Geflüchteten in Moria und den Rechtsruck auf der Insel als parlamentarischer Beobachter begleitet, hat auch früher schon auf der Balkanroute viele geflüchtete Menschen begleitet, und viele von euch kennen mit Sicherheit auch seine Bilder davon, ist also jahrelang schon als Aktivist unterwegs gewesen und hat gemeinsam mit anderen AktivistInnen, PolitikerInnen und Prominenten die Kampagne Leave No One Behind initiiert, über die wir heute Abend dann auch nochmal sprechen werden. So, und bevor wir jetzt wirklich starten mit unserer Diskussion, würden wir euch gerne als Einstimmung, damit ihr auch seht, um welche harte Arbeit es geht und wie herausfordernd das ist, starten mit einem Video von CI, und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ja, ich glaube, das waren sehr beeindruckende Bilder. Viele von euch haben die sicher nicht zum ersten Mal gesehen. Ich habe diese Bilder auch schon öfter gesehen, und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, jedes Mal wieder, also mich zumindest nimmt es jedes Mal wieder mit, zu sehen, unter welchen Bedingungen Menschen versuchen, über das Mittelmeer zu kommen, und dass wir in Europa nicht es schaffen, unseren Reichtum zu teilen und mit diesen Menschen wirklich solidarisch zu sein, macht mich immer wieder aufs Neue fassungslos, ehrlich gesagt. Und ich freue mich deshalb sehr, dass Gordon heute hier ist und uns vielleicht da nochmal das ein oder andere erzählen kann, wie die Situation auf dem Mittelmeer gerade aktuell ist. Deswegen würde ich jetzt Gordon. Sehr schön, da bist du. Wunderbar. Dann würde ich dir jetzt das Wort geben, dass du vielleicht erstmal mit einem kurzen Input startest. Ja, herzlichen Dank, Nina. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, Erik wiederzusehen. Erst ganz kurz zu mir. Ich bin Gordon Isler aus Hamburg. Ich bin seit etwas mehr als einem Jahr Vorsitzender der Seenotrettungsorganisation CI aus Regensburg. Wie du schon gesagt hast, wir wurden 2015 in Regensburg gegründet. Da ist der Stein zum ersten Mal ins Wasser gefallen. Inzwischen haben wir bundesweit über 500 Mitglieder, ordentliche Mitglieder. Wir haben die Schiffe CI und Seefuchs betrieben. Erik kann sich sicher gut an die Seefuchs erinnern. Soweit ich weiß, war er zweimal Crewmitglied bei uns. Inzwischen betreiben wir das Hochseeschiff Alan Cody. Wir waren die erste Organisation, der es gelungen ist, ein deutsches Hochseeschiff in den Einsatz zu schicken. Und in den letzten knapp 5 Jahren konnten wir uns an der Rettung von 15.000 Menschenleben beteiligen. Die aktuelle Lage der Alan Cody sieht so aus, dass wir am 6. April noch in der Corona-Krise sozusagen, wir waren die Letzten, denen es gelungen ist, abzulegen und in den Einsatz zu fahren, konnten wir 150 Menschen in 2 Rettungen vor dem Ertrinken retten. Wir hatten wiederholt dort eine Bedrohungssituation von libyschen Küstenwächtern. Jetzt heißt es immer, ja, waren das jetzt Küstenwächter oder Seepolizisten? Egal. Es war also ein Akteur, der den Auftrag hatte, von libyscher Seite diese Menschen von der Flucht abzuhalten und zurückzubringen. Und es sind erneut Schüsse gefallen, genau wie im November 2019. Darüber hat sich aber bis heute keiner groß aufgeregt, weil gerade die Behörden und auch die italienische Seite mehr damit beschäftigt waren, uns jetzt dafür zu kritisieren, dass wir doch tatsächlich in der Corona-Krise die Freiheit besitzen, abzulegen und Menschen vor dem Ertrinken retten zu wollen. Anschließend wurden wir 12 Tage auf See vor Italien blockiert in einer Seeblockade. Es ist dann gelungen, durch den Transfer auf ein Fährschiff, auf die Raffaele Rubattino, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Dort mussten sie weitere 14 Tage verbringen.
Kurze Zeit später hat auch das spanische Rettungsschiff Altamari nochmal Menschen gerettet, die auch auf die Robertino gebracht worden sind. Italien und Malta hatte zu dem Zeitpunkt seine Häfen geschlossen mit der Begründung, dass es ja für die Migranten, die wir retten, nicht sicher sei, sie dort auszuschiffen. Sie könnten sich dort ja mit Corona anstecken, was zynisch ist, weil die Leute sicherlich bei uns an Bord nicht unbedingt sicherer sind als an Land. Und auch eine Quarantänisierung kann man an Land sicherlich besser durchführen als auf einem 39 Meter langen Hochseeschiff. Nach der Rettung wurden wir dann von der italienischen Port State Control, also von der sogenannten Hafenstaatskontrolle, besucht. Und diese Hafenstaatskontrolle brachte dann 31 Mängel sozusagen auf einer Liste zum Vorschein, von denen ich einige als absurd bezeichnen würde, einige weniger als berechtigt und viele als unberechtigt. Darum kümmern sich auch gerade Juristen. Das ist sehr unerfreulich, weil wir seit 3 Wochen einfach nicht das tun können, wozu das Schiff da ist. Und wir werten das einfach als verzweifelten also Versuch der Italiener, da Deutschland unter Druck zu setzen und die deutschen Behörden dazu zu bewegen, Erschwernisse zu formulieren, die es schwerer machen, Schiffe wie die Alan Cody, die Sea-Watch 3 oder auch die Sea-Watch 4 in Zukunft unter deutscher Flagge dort in den Einsatz zu senden. Dazu sind die Ministerien gerade miteinander im Gespräch, also insbesondere Bundesverkehrsministerium zusammen mit dem italienischen Verkehrsministerium. Und was mich ein bisschen beruhigt, ist, dass das Bundesverkehrsministerium da uns ganz klar sagt, wie sie es auch schon der Presse gesagt haben, dass sie keine gravierenden Sicherheitsmängel an der Alan Cody sehen, dass das falsch ist und dass sie nach wie vor in Deutschland der Meinung sind, dass Menschen, die aus Seenot gerettet werden, keine Fahrgäste sind, sondern dass es tatsächlich Menschen sind, die aus Seenot gerettet worden sind, die schnellstmöglich in Sicherheit gebracht werden müssen. Zur Lage im zentralen Mittelmeer, ganz kurz, Ostern gab es da nochmal eine neue Eskalation. Das war ja auch mitten in der Corona-Krise. Wir haben dort gesehen, dass maltesische Soldaten ein Flüchtlingsboot sabotiert haben, dort also einen Schlauch durchgeschnitten haben, dass am Motor, dass das Schiff nicht weiter fahren kann. Das wurde direkt durch die AFM, also durch die maltesische Armee da vor Ort vorgenommen. Auf Druck der NGOs gab es dann in diesem Fall doch noch eine Rettung. In einem weiteren Fall, wenige Tage später, gab es dann aber doch 12 Todesopfer. Also die AFM hat sich wirklich geweigert, dort Menschen zu retten. Und bei der Fall war besonders brisant. Mittlerweile gibt es da auch Ermittlungsverfahren. Es wurde Strafanzeige gegen den Chef der maltesischen Armee und auch gegen den Premierminister erstellt, weil mittlerweile bedient sich Malta, das muss man ganz klar so sagen, privaten Söldnern, die dafür angeblich nicht bezahlt werden. Wahrscheinlich machen die das aus altruistischen Motiven. Menschen aus der maltesischen Such- und Rettungszone, also ganz klar in maltesische Verantwortung, zurück nach Libyen zu bringen. Das hat an Ostern 12 Menschen das Leben gekostet. Einige von denen sind tatsächlich sogar auf den Schiffen verhungert und verdurstet. Das muss man sich mal überlegen. Es kommt da also mittlerweile auch in europäischer Verantwortung, in europäischen Such- und Rettungszonen zu einer systematischen Non-Assistance, also systematische Nichthilfe. Es gab in den letzten Tagen auch 2 Unglücke vor Tunesien, bei denen gesichert 2 Menschen verstorben sind, viele werden vermisst. Im Mai allein wurden über 1000 Menschen zurück nach Libyen entführt, muss man sagen. Also es kam zu illegalen Zurückweisungen und im gesamten Mai war kein ziviles Rettungsschiff im Einsatz. Das ist die Lage im zentralen Mittelmeer. Ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich immer wieder gesagt, es war noch nie so schlimm wie heute. Das könnte ich heute auch wiederholen. Und ich wurde immer wieder überrascht, wozu Europa insgesamt alles bereit ist. Das darf einen eigentlich aber überhaupt nicht überraschen, denn wenn man schon mal in Moria war, und das ist dann vielleicht auch insbesondere Eriks Part, dann sieht man, wozu Europa da wirklich bereit ist, also wahre Abschreckungslager zu schaffen, um den Menschen den Eindruck zu vermitteln, dass es eine ganz schlechte Idee ist, nach Europa zu kommen, weil es den Menschen dann da noch schlechter geht als vielleicht der Ort, wo sie herkommen. Genau, das erstmal von mir als kurzen Input. Fragen gern später. Ja, vielen, vielen Dank für diese Einblicke, Gordon, die wirklich, wirklich erschütternd sind. Und du hast das gesagt, Europa ist bereit, mit Moria ein Lager zu schaffen, was den Leuten vermittelt, kommt hier nicht her, hier geht es euch nicht besser. Und ich glaube, viele von uns engagieren sich, dass dieses Lager endlich evakuiert wird. Und einer von denen ist Erik, hast du eben schon angesprochen. Deswegen, Erik war vor kurzem erst da. Und vielleicht, Erik, kannst du uns berichten über die aktuelle Situation in Moria.
Aber dann vielleicht auch noch mal darüber, was machst du im Europaparlament und was plant das Europäische Parlament? Was kann man eigentlich jetzt tun? Was können wir auch vielleicht konkret machen? Aber was machen die Grünen auf europäischer Ebene, um diese Situation in Moria und für die Menschen dort zu verbessern? Ja, kann ich sehr gerne machen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Finde ich schön, dass ich auch, also Bettina freue ich mich natürlich auch und Lina auch, aber wir sehen uns öfter. Gordon habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Das ist eigentlich ein riesiges Thema, aber ich versuche es mal kurz abzureißen. Also wenn wir nach Moria schauen, dann haben wir da eine Situation, die eigentlich seit 2016 eine humanitäre Krise ist. Das ist nicht jetzt erst seit kurzer Zeit oder seit der Covid-19-Krise so, dass wir dort handeln müssten, sondern wir haben seit 2016 eine Situation, in der Menschen dort anlanden und ihre Asylanträge dann auf dieser Insel geprüft werden. Mit dem EU-Türkei-Deal wurde festgeschrieben, dass die Leute dann während der Zeit, in der ihre Asylanträge geprüft werden, nicht diese Inseln verlassen dürfen. Und das führt dazu, dass ganz unabhängig von der Kapazität in diesen Camps und die Kapazität in Moria ist zum Beispiel 2770 Leute. Ist ganz unabhängig von dieser Kapazität dann eben einfach immer mehr Leute in dieses Camp gekommen sind. Inzwischen sind wir bei fast 20.000 Leuten, die dort sind, in einem Camp für, wie gesagt, etwa 3.000 Menschen. Und das führt natürlich dazu, dass es schon ohne, dass man so eine große Pandemie, wie wir jetzt gerade haben, hat, dass die Leute dort leiden. Es ist so, dass man oft gar nicht dazu kommt, sich um die kleinen Probleme zu kümmern, die gar nicht so klein sind, aber 2016, 2015 war Moria ein Camp, wo die Leute eben ankamen, kurz registriert wurden, dann weitergehen konnten, um ihre Asylanträge anderswo noch zu stellen oder wenigstens auf dem griechischen Festland auf die Entscheidung zu warten. Und da sind die Leute 1, 2 Wochen dort geblieben. Aber jetzt bleiben sie eben über Monate und Jahre dort und es gibt immer noch zum Beispiel keine Schulbildung für die Kinder. Man hat also dort Kinder, zwischen 35 und 40% der Menschen in Moria sind Kinder. Und die können einfach nicht zur Schule gehen, haben oft schon eine mehrjährige Fluchtgeschichte und man trifft dort 12, 13, 14, auch 17-jährige Menschen, die nie die Chance hatten, zur Schule zu gehen. Und wenn sie krank werden, haben sie nicht die Chance, zum Arzt zu gehen. Also das stimmt nicht ganz, weil es gibt etwas ärztliche Versorgung, vor allem über Hilfsorganisationen organisiert, aber die reicht überhaupt nicht aus, sodass auch Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel, die dort in der Nähe von Moria eine Klinik betreiben, sagen, also da müssen eigentlich schnell Menschen evakuiert werden. Es ist so, dass wir besonders jetzt in der Corona-Krise einfach erleben, wie ja alle Welt inzwischen weiß, man soll sich regelmäßig die Hände waschen, man soll Abstand halten. Aber dann geht man nach Moria und sieht dort, wie regelmäßig das Wasser ausfällt. Ganz viele Teile des Camps haben überhaupt keinen Zugang zu fließendem Wasser, aber selbst dort, wo es Zugang gibt, also es gibt so einen Wasserhahn pro ungefähr 1300 Leute. Aber selbst diese Wasserhähne fallen regelmäßig aus, sodass man sich nicht mal die Hände waschen kann, geschweige denn Abstand halten. Ja, wenn man sich dort anschaut, wie das Essen verteilt wird, zum Beispiel, dann stehen dort Leute stundenlang an, müssen sich oft mitten in der Nacht anstellen, damit sie Essen bekommen, um etwas zum Frühstücken zu haben. Und dann wird die Essensversorgung teilweise so organisiert, dass dort Hunderte, wenn nicht mehrere tausend Leute in einer großen Traube stehen und dann irgendwelche abgepackten Croissants in die Menge geworfen werden. Da gibt es auch Videos, habe ich auch mal getwittert. Also das ist insgesamt eine so unwürdige Situation für die Menschen dort vor Ort, aber damit eben eigentlich auch für Europa. Denn es gibt ja insgesamt, und da kann man vielleicht zur Politik überleiten, eine Situation, dass es nicht so ist, wie jetzt oft behauptet wird, dass wir irgendwie eine Migrationskrise seit 2015 haben, in der man gar nicht mehr weiß, wie man jetzt mit diesen vielen Geflüchteten umgehen soll, sondern eigentlich ist die Lage, dass wir 2015, Anfang 2016 in der Tat sehr viele Menschen hatten, die nach Europa gekommen sind, aber dass wir 2017, 2018, 2019 jeweils in dem Jahr weniger Menschen hatten, die nach Europa gekommen sind als 2014, also bevor man sich eigentlich so viel mit Migration beschäftigt hat. Und dann haben wir politisch eine Situation, in der es offenbar gewollt ist, das hat Gordon anschaulich dargestellt, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, damit sie nicht auf die Idee kommen, aus dem Bürgerkriegsland Libyen zu fliehen, über das übrigens zu wenig geredet wird, denn die Situation dort ist wirklich so unerträglich, dass jeder von uns wahrscheinlich dort alles tun würde, um aus diesem Land fliehen zu können. Aber es ist eben nicht nur auf dem zentralen Mittelmeer so, dass man versucht abzuschrecken und den Weg nach Europa so gefährlich zu gestalten, dass man nicht mehr nach Europa kommt, sondern auch auf den griechischen Inseln so, dass es zum Instrument der Politik geworden ist, die Würde der Menschen, die Menschenrechte anzugreifen und dass man jetzt sagt, also wenn man die Menschen besser behandelt, dann kommen ja viel mehr Leute.
Pull-Faktor, sagt man dann. Ja, es gibt einen Pull-Faktor, wenn man die Leute ordentlich behandelt, wenn man den Familiennachzug nach Deutschland besser regelt, dass der Familiennachzug gut laufen kann. Und diese Idee des Pull-Faktors ist erstens wissenschaftlich nicht nur, nicht mal umstritten, sondern einfach Unsinn. Ja, wenn man Migrationsexpertinnen und Experten redet, dann sagen die, also das ist alles Unsinn. So einfach funktioniert das nicht mit Fluchtbewegung, mit Migration. Aber es ist auch so, dass man ja sich fragen muss, wofür steht eigentlich die Europäische Union? Wofür stehen die europäischen Mitgliedstaaten? Wozu geben wir uns eigentlich Gesetze, die dafür sorgen sollen, dass zum Beispiel die Würde eines jeden einzelnen Menschen unantastbar ist? Und wir haben offenbar eben eine Mehrzahl der Mitgliedstaaten, fast alle europäischen Regierungen leider, die sagen, also die Würde des Menschen ist für uns nicht unantastbar. Und die Rechtsnormen, zum Beispiel den Zugang zu einem rechtsstaatlichen Asylverfahren, sind für uns nicht so wichtig, obwohl die ja in demokratischen Prozessen so festgelegt wurden. Wir wollen lieber dafür sorgen, dass in unserer Asylpolitik immer weniger Leute nach Europa kommen. Auch ganz unabhängig davon, wie viele Geflüchtete es auf der Welt gibt, ist ja auch ein bisschen naiv zu glauben, dass immer weniger nach Europa kommen, während immer mehr Leute auf der Welt auf der Flucht sind. Ja, also es funktioniert ja auf Dauer nicht so, wie wir das momentan beobachten. Und man muss sich auch fragen, wie kam es eigentlich dazu, dass mit einmal dieser Pull-Faktor die gesamte Debatte dominiert? Denn es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt mit einmal keine Fluchtgründe mehr haben, weil man ihnen da eine schlechte Bedingung in Europa irgendwie verschafft. Und es ist auch nicht so, dass vor 2015 Millionen von Leuten nach Europa geströmt sind, weil man noch keine abschreckenden Bedingungen hatte. Ganz im Gegenteil. Also es gab ja da in Moria auch immer mal ein paar, also auf Lesbos ein paar Ankünfte auf den griechischen Inseln, aber es war nicht so, dass man jetzt da die Leute erst irgendwie drangsalieren musste, damit nicht viele Leute kommen, sondern es war eigentlich so, dass man das alles halbwegs ordentlich hinbekommen hat. Seit 2015 kriegt man vieles noch schlechter hin als vorher. Und was wir im Europäischen Parlament momentan versuchen, ist zum einen in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft dafür zu sorgen, dass sichtbarer wird, dass es eben nicht so ist, dass in Europa niemand mehr jemanden aufnehmen will, dass niemand mehr Menschenrechte verteidigen mag, dass es kein Recht mehr gibt auf ein Asylverfahren. Und da versuchen wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen Ebenen, und Bettina wird dazu auch noch was sagen, darzustellen, dass es eigentlich so ist, dass viele Leute in Europa ganz stolz darauf sind, dass sie die Möglichkeiten haben, Leuten zu helfen. Und es ist gut, dass da Kommunen, dass Bundesländer, auch andere Regionen in Europa erstmal zeigen, okay, es ist alles nicht nur ein Problem, sondern eigentlich ist es ganz schön, dass wir Möglichkeiten zur Lösung haben und Menschen besser behandeln können. Das ist so ein Punkt, der auch in der Diskussion im Europäischen Parlament sehr wichtig ist, damit eben in dieser politischen Debatte es nicht immer nur so ist, dass man, wenn man an Migration denkt, an Probleme und Chaos und Kontrollverlust denkt, sondern eigentlich kann man das alles ganz gut organisieren. Und wir würden jetzt auch, denn es gibt ja jetzt einen Prozess zu einem neuen europäischen Asylsystem, versuchen in diesem Prozess, und dazu haben wir auch ein umfassendes Papier mit einem Vorschlag geschrieben, dass wir da erstmal schaffen, eine Situation zu haben, in der diejenigen, die helfen können und helfen wollen, die Möglichkeit dazu bekommen, denn es ist ja ziemlich absurd. Auf der einen Seite gibt es Leute, die helfen wollen, auf der anderen Seite eine humanitäre Katastrophe und dazwischen stehen dann nationale Regierungen, die verhindern wollen, dass diejenigen, die helfen wollen, auch helfen können. Und das muss man auf jeden Fall erstmal auflösen. Und wenn diese Hilfsbereitschaft vielleicht irgendwann mal erschöpft ist, muss man dafür sorgen, dass diejenigen Staaten, die auch von der EU, wie alle Staaten von der EU profitieren, dass die sich nicht einfach herausziehen und sagen, nein, mit uns machen wir überhaupt keine Asylpolitik, wir nehmen niemanden auf und wir beteiligen uns auch nicht an dem System. Und da wollen wir dann schaffen, in dem politischen Prozess, der jetzt ansteht, und die Kommission wird vielleicht in der nächsten Woche schon einen neuen Vorschlag für ein Asylsystem unterbreiten, dass da klar ist, okay, vielleicht schaffen wir nicht, Viktor Orban davon zu überzeugen, dass er jetzt irgendwie sich anständig verhält und sich irgendwie darum kümmert, dass Leute auch in Ungarn anständig behandelt werden. Aber eventuell schaffen wir, dass sich in einem System alle Staaten der Europäischen Union finanziell daran beteiligen, dass anderswo dann zum Beispiel, weiß nicht, in Spanien, in Deutschland, in Schweden Leute aufgenommen werden können. Und da wollen wir sozusagen kein Zwangssystem der Umverteilung nach vorne stellen, sondern ein System, in dem alle sich daran beteiligen finanziell, dass eben in Staaten, in denen die Menschen dann noch anständig und menschenwürdig aufgenommen werden, das auch möglich ist, weil eben die finanziellen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Und das ist das, woran wir momentan arbeiten. Wir können noch über verschiedene andere Themen gleich reden. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, weil mir in letzter Zeit, und ich meine, mir geht es rhetorisch auch manchmal so, dass ich sage, Europa,
das kriegt ja gar nichts hin und das ist böse und das, ne, also so, da muss man ein bisschen aufpassen, weil am Ende ist es eigentlich so, dass das Europäische Parlament irgendwie schon seit 2016 sich geeinigt hat auf einen Vorschlag für ein europäisches Asylsystem, dass das mit der Kommission auch abgesprochen, auch einen Vorschlag gibt. Die Kommission und das Parlament haben da ihre Arbeit, ihre Hausaufgaben gemacht. Aber das Problem ist eigentlich, dass die Nationalstaaten in Europa blockiert sind, weil einzelne Staaten glauben, sie könnten da ihren Rechtspopulismus zur eigenen Profilierung nutzen, statt sich solidarisch an einem System zu beteiligen, was dann auch funktioniert. Und da finde ich so Leute, die sagen, ja, da muss man die EU abschaffen und die kriegt ja menschenrechtsmäßig gar nichts hin. Also wenn da eine Kritik berechtigt ist, dann die Kritik an den egoistischen Nationalstaaten. Und nun werden wir wahrscheinlich die Nationalstaaten in absehbarer Zeit nicht abschaffen. Aber wenn man etwas ändern wollte, jetzt in einer utopischen Welt, dann ist das Problem eher der Nationalstaat als die Europäische Union. Und darauf wollte ich noch ja, hinweisen. Ja, vielen, vielen Dank, Erik. Du hast jetzt gerade schon darauf hingewiesen, ihr versucht auch in Europa es möglich zu machen, dass die, die helfen wollen, auch helfen können. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu Bettina und zur Frage, was machen wir eigentlich hier in Berlin, weil Berlin möchte helfen. Berlin hat sich auch dem Bündnis Sichere Häfen angeschlossen und ja, Berlin hat versucht, hier auch ein Landesaufnahmeprogramm oder beziehungsweise hat ein Landesaufnahmeprogramm beschlossen. Und Bettina, vielleicht kannst du jetzt noch mal ein bisschen genauer eine Einschätzung geben, was ist da eigentlich los? Warum stockt es und was können wir in den nächsten Monaten in Berlin eigentlich noch tun? Ja, ich habe inzwischen mit Erik jetzt in letzter Zeit und mit Gordon und Kollegen schon, also ich habe schon öfters diskutiert und ich habe viele dieser Geschichten gesehen und viele Fotos, viele Bilder. Und trotzdem ist das Verrückte zuallererst mal dieser Kontrast. Wir sind hier eins der aufnahmewilligen Bundesländer, und trotzdem, wir sitzen hier und reden und wir schreiben Papiere und wir telefonieren und wir verhandeln und wir schreiben WhatsApp-Nachrichten so ungefähr. Also der Kontrast zwischen dem, was wirklich auf dem Mittelmeer und in den griechischen Lagern passiert und dem, was wir hier tun, um da unseren Beitrag zu leisten, ist so verrückt, weil wir letztendlich natürlich hier in unserem sicheren, schönen Berlin sitzen und weit weg sind von den Orten, an denen die Menschen wirklich leiden und sogar sterben. Und trotzdem, ja, ist ja tatsächlich als Reaktion darauf, dass dieser Kontrast eben so verrückt ist und dass Europa nach 2015 so sehr auf Abwehr gesetzt hat und da auch wie soll ich sagen, die Hemmschwellen nochmal ganz anders geworden sind, als sie vorher waren, ist ja doch eine breite Bewegung entstanden von aufnahmewilligen Städten, Kommunen und Bundesländern. Und auf Berlin liegt halt relativ viel Hoffnung, weil Berlin einer der drei Stadtstaaten ist. Und das bedeutet, wir sind einerseits, wie du schon gesagt hast, Nina, Teil dieser Bewegung Sichere Häfen, Solidarity City und so weiter. Das heißt, wir wollen auch als Kommune sagen, ja, aber die Leute vor Ort, denn Integration passiert nun mal ganz konkret vor Ort, die wollen doch aufnehmen. Also gebt uns doch Menschen, die wir bitte aufnehmen können und wir wollen helfen. Und gleichzeitig sind wir ein Bundesland. Das heißt, anders als die Kommunen in Deutschland haben wir eben überhaupt einen rechtlichen, juristischen Hebel. Denn es gibt eben im deutschen Aufenthaltsrecht gibt es die Möglichkeit für Bundesländer, ein humanitäre Aufnahmeprogramme zu verabschieden. Das ist schon so vorgesehen. Das haben wir nicht erfunden. Es wurde in den letzten Jahren, ich glaube, am bekanntesten sind die Aufnahmeprogramme für Jesidinnen aus dem Nordirak, die von dem IS verfolgt worden sind. Auch da haben wir als Land Berlin eines beschlossen. In Klammern gesagt, auch da merkt man, wie schwierig die Umsetzung ist. Es ist noch keine einzige Jesidin hier angekommen. Also das ist wirklich auch ein frustrierendes Geschäft. Aber das nur mal in Klammern. So von dem Beschluss bis zu den Menschen, die hierher kommen, ist es ein weiter Weg. So. Und dieses Aufenthaltsrecht gibt uns aber die Möglichkeit, aus humanitären Gründen aufzunehmen. Asylverfahren und Asylrecht können wir nicht als Bundesland machen. Das bleibt Sache des Bundes und des BAMF. Aber wir können humanitäre Titel vergeben.
Und wir haben jetzt in Berlin schon sehr, sehr früh angefangen, also das heißt sehr, sehr früh, letztes Jahr, jedenfalls noch bevor Erdogan die Geflüchteten benutzt hat, sozusagen, um Europa zu erpressen und damit zu drohen, dass er den EU-Türkei-Deal platzen lässt. Schon letztes Jahr haben wir einen Parteitagsbeschluss gemacht, gab es Bewegungen auf vielen Ebenen, auch Gespräche mit der Zivilgesellschaft. Denn es gibt ja hier, auch in Berlin, gibt es einige NGOs, die arbeiten seit Jahren zusammen mit griechischen NGOs und kümmern sich seit Jahren um die Menschen an den Außengrenzen und in den Lagern. Machen das übrigens auch aus Solidarität mit Griechenland, denn natürlich lassen wir auch die Staaten an den EU-Außengrenzen seit Jahren systematisch im Stich. Und ein Teil der Stimmung, die da jetzt so brutal gekippt ist in den letzten Wochen, hat ja auch was damit zu tun, dass wir die jahrelang alleingelassen haben mit der Frage, wer sich um die Geflüchteten kümmert. Das nur in Klammern. Und deswegen gibt es schon seit Jahren NGOs, die sich hier kümmern. Wir waren im Gespräch. Vor Weihnachten hat dann auch unser SPD-Innensenator und unser regierender Bürgermeister eine erste Initiative ergriffen und hat gesagt, Berlin wäre bereit, unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus den Lagern aufzunehmen. Das war erst ein Appell, nur ein Appell, der sich an den Bund gerichtet hat. Und der ist erstmal verhallt, weil Minister Seehofer eine wahnsinnige Angst vor dem hat, was Erik als Pull-Faktor beschrieben hat. Das heißt, die Angst, wenn wir hier in Deutschland vorangehen und Geflüchtete aus den Lagern aufnehmen, dann glaubt gleich wieder die Geflüchteten in der ganzen Welt, dass Deutschland alle aufnimmt und dass jetzt alle nach Deutschland kommen können. Das ist der eigentliche Grund. Noch restriktiver ist die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die ihn noch zurückgehalten hat von den wenigen, die er aufnehmen wollte, ja auch nachdem er Seenotgerettete ja dann plötzlich einen Teil davon aufnehmen wollte. Auch da ist er im Grunde ja zurückgepfiffen worden. So war die Situation. Deswegen sind unsere Angebote erstmal total ungehört sozusagen verhallt. Dann gab es einen gewissen Druck. Dann hieß es immer, es muss im Europäischen Verbund passieren, damit eben Deutschland auf gar keinen Fall da vorangeht. Und parallel dazu haben wir aber immer schon verhandelt und haben auch mit unseren Koalitionspartnern gesprochen und haben gesagt, wir können doch auch eine eigene humanitäre Landesaufnahmeprogramm machen, unabhängig davon, was der Bund da jetzt tut oder nicht tut. Ich versuche es kurz zu machen. Es ist inzwischen so eine nervige und lange Geschichte, aber wir haben einen Antrag erarbeitet, der war eigentlich auch geeint zwischen den Koalitionspartnern. Den haben die Grünen und die Linken schon im Februar, glaube ich, verabschiedet. Der hätte gesagt auch, dass wir nicht nur Kinder, sondern auch zum Beispiel Schwangere, Kranke, Erwachsene, Familien, also dass wir auch andere Schutzbedürftige aus den Lagern bereit wären aufzunehmen. Ich sage mal in Klammern, wir haben in Berlin auch Kapazitäten. Das habe ich immer wieder abgefragt, auch bei der Bildungssenatorin, wenn es um die Jugendlichen geht, und bei der Integrationssenatorin, wenn es um alle anderen geht. Wir haben Kapazitäten. So, aber der Antrag hat bis jetzt das Plenum des Abgeordnetenhauses immer noch nicht erreicht, weil die SPD-Fraktion ihn blockiert hat und immer darauf verwiesen hat, dass ihr Innensenator doch schon alles Nötige tut. Und der Innensenator hat tatsächlich immer wieder appelliert. Er hat Briefe geschrieben, den letzten im April. Wir haben immer wieder Druck gemacht. Er hat aber immer, im Grunde ist die Grundhaltung, und das ist jetzt der Konflikt, ist jetzt einfach offensichtlicher. Wir sind uns rot-rot-grün einig. Wir wollen helfen. Wir können aufnehmen. Wir sind gerne bereit, auch mehr Leute zu nehmen. Aber Andreas Geisel möchte, so hat er das im Senat jetzt gestern dann ein bisschen verräterisch auch bezeichnet, im Grunde glaubt er nicht, dass ein Bundesland, wie er sagt, Landesaußenpolitik machen kann. Also im Grunde schreckt er davor zurück, als Land außenpolitisch tätig zu werden. Und das bedeutet das. Das muss man sich klar machen. Nun gehört Griechenland zur EU und die Menschen sind praktisch schon auf europäischem Boden. Aber wenn wir welche hierher holen wollen auf eigene Faust, dann bedeutet das schon, dass wir auch einen Großteil von der Organisation also selber machen müssen. Und das heißt eben, wir müssten mit dem UNHCR in Griechenland vereinbaren, genau nach welchen Kriterien wird ausgewählt. Wir müssten wahrscheinlich mit der IOM, der International Organization for Migration, vereinbaren, wie die Kinder oder die Menschen ins Flugzeug kommen, sozusagen, wie sie ausgeflogen werden. Wir müssten mit dem Auswärtigen Amt verhandeln, damit die Visa bekommen. Wir müssten die Sicherheitsüberprüfungen machen. Also es ist tatsächlich für ein Bundesland ein ungewohntes Geschäft. So, gleichwohl ist es vorgesehen und rechtlich möglich und wir hatten den Willen. Und jetzt war es so, dass der Bund eben immer gesagt hat, ja, dann doch gesagt hat, wir nehmen ja jetzt auf, aber eben wir warten auf Europa. Und der zweite Schritt war dann, dass Deutschland unter Druck geraten ist, weil Luxemburg dann einfach gesagt hat, wir fangen jetzt schon mal an. Die haben ein Dutzend Jugendliche geholt. Eigentlich muss man sagen, lächerlich
wenig. Und trotzdem war das schon ein Riesensignal zu sagen, es geht ja doch. Man kann und man kann auch als einzelnes europäisches Land, man muss nicht auf alle anderen warten. Und dieses ganze komplizierte Geschäft, das ich gerade geschildert habe, wie das dann, was das alles bedeutet, bis man dann Menschen wirklich im eigenen Land hat, das hat eben der Asselborn, der luxemburgische Regierungschef, einfach gemacht, weil er mal schauen wollte, ob das nicht möglich ist. Dadurch ist dann Deutschland so weit unter Druck gekommen, dass auch Seehofer gesagt hat, gut, wir nehmen jetzt auf. Sie haben erst die Kritik, aber der Bund wollte die ganze Zeit, und das ist das Problem, an dem Berlin bis heute sich sozusagen wundscheuert, Seehofer wollte das Prozedere immer in der eigenen Hand behalten. Das heißt, er wollte entscheiden, wie viele kommen und wer kommt. Am Anfang war die Zielgruppe ja völlig absurd. Am liebsten nur unter 14-Jährige, also minderjährige Mädchen, alleinreisende Mädchen unter 14. Und das ist nun wirklich fast die einzige Gruppe der Schutzbedürftigen, die es in den Lagern kaum gibt. Die allermeisten der Minderjährigen sind Jungs, die alleine auf die Reise geschickt werden. Die Mädchen sind, wenn, dann im Familienverbund. Aber das war ja schon wieder ein Ausschlusskriterium. Also wir haben ausgerechnet die Gruppe definiert, die es nun als, von der es als einzige Gruppe nur relativ wenige gibt. Das heißt, wir waren wahnsinnig restriktiv. Und dann hat der Bund eben abgefragt bei den Bundesländern, wärt ihr denn bereit aufzunehmen? Und hat dann so die erste Gruppe ja dann tatsächlich geholt. Kurz nach Ostern und das waren am Ende dann 47 Kinder, die sind dann erstmal in Quarantäne nach Niedersachsen gekommen und von denen sind jetzt sage und schreibe 8 Kinder in Berlin angekommen. Also und 8 hochgerechnet auf das, was Berlin könnte und auf das, was es für eine Not in den Lagern gibt, brauche ich euch nicht sagen, das ist absurd. Und jetzt ist das Komische, wir sagen das alle. Auch der Regierende, Michael Müller, auch Andreas Geisel, sagt immer wieder, dass die Not viel größer ist, dass viel mehr passieren muss, dass wir auch viel mehr leisten würden. Das Problem ist nur, wir kommen nicht am Bund vorbei und Andreas Geisel will auch nicht am Bund vorbeikommen. Denn er hat sich überzeugen lassen, bis anscheinend, dass es einfach nicht geht, dass wenn der Bund das nicht will und der Bund sagt, er nimmt nach der Dublin-Verordnung auf, das ist so eine Regelung innerhalb des Dublin-Europäischen Verteilungssystems Dublin, dass ein Land auch sagen kann, freiwillig, wir erklären uns zuständig für eine bestimmte Gruppe von Menschen und übernehmen die Asylverfahren, für die eigentlich Griechenland zuständig wäre. So nimmt Deutschland jetzt auf. Und Seehofer sagt halt, und dazu würde es nicht passen, dass Berlin dann irgendwie nach humanitärem Aufnahmerecht aufnehmen würde und möchte es nicht aus der Hand geben und Geisel möchte es nicht in die Hand nehmen. Und das ist die Wahrheit. Und deswegen verstecken die sich ein Stück weit hintereinander. Und wir haben in letzter Zeit, obwohl wirklich ich Andreas Geisel glaube, dass er sofort Kinder und Menschen aufnehmen würde, wenn sie ihm denn gebracht würden und sie schön hier in Tegel oder das geht jetzt nicht mehr, also in Schönefeld landen würden, dann würde er sie sofort aufnehmen. Aber er möchte den Weg bis dahin nicht alleine gehen. Und wir haben in letzter Zeit intensiv den Druck erhöht, haben jetzt auch letzte Woche nochmal einen Fraktionsbeschluss gefasst und haben eben gesagt, wir wollen, dass Berlin eine Aufnahmeanordnung vorlegt. Dazu noch 3 Sätze, Nina, dann bin ich fertig. Die Aufnahmeanordnung ist die Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit man als Land selber aufnehmen kann. Das heißt, man muss einfach vorlegen, wen will man aufnehmen, wer ist die Zielgruppe, nach welchen Kriterien soll ausgewählt werden, wie soll dieses ganze Prozedere muss man praktisch festlegen und verhandeln. Und dann muss am Ende tatsächlich Seehofer sein Einvernehmen erklären. Und das Problem ist, Geisel sagt immer, Seehofer will es nicht, darum lege ich keine Aufnahmeanordnung vor. Und wir sagen, du machst ihm die Ablehnung auch leicht, denn du hast ja nicht meine Aufnahmeanordnung vorgelegt. Du hast also nicht mehr mal jetzt gezeigt, was Berlin konkret vorhätte. Und ich würde immer sagen, das will ich doch mal sehen, ob Seehofer wirklich eine Aufnahmeanordnung, wo ganz konkret beschrieben wird, welche Menschen wir bereit sind, aus diesen Elendslagern rauszuholen, die abzulehnen. Dann muss er nämlich der Öffentlichkeit erklären, warum er so ein Hilfsangebot ausschlägt. Und an dieser Stelle stehen wir jetzt gerade und wir müssen den Druck hochhalten, aber die Mittel, die wir noch in der Hand haben, werden auch zunehmend weniger, das muss man auch sagen. Und die Zeit vergeht und den Menschen geht es immer dreckiger. Ja, vielen, vielen Dank, Bettina, auch nochmal für die Einschätzung von hier vor Ort. Ich glaube, du hast es eingangs gesagt, das ist so absurd, weil wir sitzen hier im Warmen und Trockenen und haben wahrscheinlich alle, sind einigermaßen satt und uns geht's hier gut. Und dieser Bogen, den wir gespannt haben, wirklich von den Leuten auf dem Mittelmeer bis über Moria bis hin zu, was können wir jetzt hier konkret, denen uns es ja sehr gut geht, für die Menschen dort tun. Das ist für einen Abend, glaube ich, ein wirklich weiter Bogen und da müssen wir uns auch
meiner Meinung nach sehr darüber bewusst sein, dass dieses Privileg, in dem wir leben, auch Verpflichtung ist, für diese Menschen mit einzustehen. So, nichtsdestotrotz kommen wir jetzt nochmal zur Fragerunde und ich würde mich freuen, wenn Erik und Gordon uns sozusagen wieder zu uns kommen würden, digital. Und wir würden das jetzt so handhaben, dass ich einige Fragen stelle und wir dann eine Antwortrunde machen. Also, dass ich nicht nur eine Frage, dass es nicht ganz so sehr ein Ping-Pong ist, sondern dass ich vielleicht 3 bis 4 Fragen stelle und ihr dann der Reihe nach nochmal antworten könnt. Und nochmal der Hinweis, die Fragen könnt ihr nach wie vor auch über die Fragenfunktion eingeben und wir freuen uns insbesondere auch, wenn ein paar Frauen noch Fragen stellen. Wir versuchen ja bei grünen Veranstaltungen immer quotiert zu sein. Im Moment sind unsere FragestellerInnen nicht ganz quotiert und ich glaube, da wir keine Gremiensitzung sind, würde ich nichtsdestotrotz auch die Fragen der Männer dran nehmen. Aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn noch ein paar Frauen auch Fragen haben. Aber ich würde jetzt einfach erstmal die ersten Fragen stellen und dann, wie gesagt, eine Antwortrunde machen. So, und die erste Frage von Beate aus Charlottenburg-Wilmersdorf ist an Erik und Bettina eher, wenn wir überlegen, was wir hier in Berlin nochmal machen könnten, wäre eine Mahnwache, eine Demonstration. Es gibt ja auch regelmäßig diese Seebrücke-Demonstrationen, aber wäre eine Mahnwache oder eine Demonstration, um nochmal mehr Aufmerksamkeit zu machen, könnten wir da nicht hier in Berlin noch viel mehr machen? Wie, wann und wo gibt es da wieder was? Dann fragt Armin Richtung Erik und Gordon vielleicht, inwieweit sind Klagen wegen Vergehen gegen die Menschlichkeit vor dem Internationalen Gerichtshof, zum Beispiel im Zusammenhang des Umgangs mit Geflüchteten auf griechischen Inseln und in der Türkei möglich? Genau, und dann fragt Özcan aus dem KV Mitte, insbesondere Erik, aber wenn jemand anders möchte, auch gerne da nochmal, aber das ist, glaube ich, besonders für Erik interessant, was erwartest du, Erik, von der deutschen Ratspräsidentschaft für die Geflüchtetenpolitik? Und kann sich die Kampagne Leave No One Behind Hoffnung machen, dass die Bundesregierung etwas gegen die unwürdige Situation auf den Inseln tut? So, ich würde jetzt hier mal einen kurzen Cut machen und euch die Möglichkeit geben zu antworten. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einfach rückwärts machen wollen, weil Bettina eben die Letzte war. Würdest du jetzt anfangen und dann Erik und danach Gordon? Ja, gerne. Ich glaube, vor allem die erste Berlin-bezogene Frage kann ich beantworten. Ja, natürlich sind Mahnwachen und Demos sinnvoll und da wir das Versammlungsrecht ja jetzt zu immer weiter lockern, auch immer in immer größerem Rahmen wieder möglich. Die nächste Gelegenheit, Beate, und ich wäre froh, wenn da aus Charlottenburg und anderswo auch viele noch teilnehmen würden, ist eine Fahrraddemo, die hat unsere LAG Migration und Flucht organisiert. Die findet am kommenden Samstag statt, also am 30. beginnt meine um 14 Uhr, Moment mal, auf dem Breitscheidplatz, wo wir auch die letzte Demos gemacht haben, also auf dem Breitscheidplatz bei der Gedächtniskirche. Da treffen wir uns mit Fahrrädern und fahren dann über die CDU-Parteizentrale und so weiter und einige Stationen zum Abgeordnetenhaus, wo es eine Abschlusskundgebung gibt gegen 17 Uhr. Ja, und ansonsten, ja, natürlich, unbedingt. Vielleicht können wir am Schluss, das passt, glaube ich, jetzt noch zu früh, noch drüber reden, was man jetzt noch tun kann Richtung Bündnisse, Richtung Druck erhöhen. Aber Mahnwachen und Demos unbedingt. Danke, Bettina. Dann Erik vielleicht. Genau, also wir können später ja nochmal ausführlicher über die Möglichkeiten des Engagements reden. Grundsätzlich, finde ich, muss man sich in Berlin zum Beispiel klar machen, wenn Andreas Geisel seine Kinder in Moria hätte, dann hätte der schon längst eine Aufnahmeanordnung erlassen. Und das ist auch, also würde ich habe nicht so viel Geld, aber ich würde alles, was ich habe, darauf wetten, dass er das schon gemacht hätte. Und es ist einfach so, dass das da politischen Druck gibt und der gar nicht so viel unterschiedliche Haltung bei der Frage, ob eine Landesaufnahmeanordnung gerade was helfen würde oder nicht, sondern eigentlich eine Situation, in der man, glaube ich, Druck auf verschiedene Abgeordnete, insbesondere die der SPD machen muss. Bei den Grünen muss man jetzt nicht so viel hinschreiben, weil die, wie wir jetzt auch gerade gehört haben, nicht nur sehr überzeugt, sondern sehr engagiert auch in Berlin. Und ich
glaube, dass man da einfach die Tools nutzen muss, die es gibt. Also wir haben in der Leave No One Behind Kampagne jetzt auch so ein Tool gemacht, wo man Abgeordnete einfach anschreiben kann, das erst für Bundestagsabgeordnete gemacht, wo man sehr einfach herausfinden kann mit Eingabe der Postleitzahl, wer ist eigentlich für mich zuständig, dann kann man den hinschreiben. Und wir haben da auch ein Tool jetzt, was auf die verschiedenen Bundesländer gemünzt ist, weil es auch ja so ist, dass wir wahrscheinlich vor der nächsten Bundestagswahl eher über die Bundesländer nochmal Druck auf die Bundesregierung machen können, als die Bundesregierung selbst zu überzeugen. Das ist, glaube ich, wichtig. Abgeordnete anschreiben, auch weitersagen, alles, was man so hört, was man so sieht. Wenn CI was postet, ja, dann wundere ich mich manchmal, nicht, weil die Posts schlecht sind, sondern weil ich eigentlich so viele Leute, also ich bin täglich mit irgendwie 100 Leuten im Webinar, heute auch wieder zwei und so. Und dann denkt man sich so, ja, wie kann es eigentlich sein, dass CI-Posts nur 80 Mal geteilt werden oder so manchmal. Also schon wenn alle, die im Webinar heute zuhören und bei dem nächsten, ich gleich bin auch, und die posten, dann ist CI schon echt ein Stück weiter. Und es gibt eigentlich ja so viele Möglichkeiten, diese Nachrichten, die dort auf dem Mittelmeer passieren, einfach präsenter zu machen, das auch im Freundeskreis, im Familienkreis weiterzusagen. Spenden auch nicht nur zu sammeln, wenn man 10 Euro übrig hat, sondern wenn man die gerade nicht übrig hat, einfach Leuten zu sagen, dass sie mal ihre 10 Euro abgeben sollten und sich da mal 10 Minuten zu nehmen, in den sozialen Medien den richtigen Leuten zu folgen, das zu teilen. Und auch wenn man coole Nachrichten findet, die vielleicht direkt nochmal an Leute zu schicken, macht einen unheimlichen Einfluss aus, weil wir auch bemerkt haben, dass die Rechten in den sozialen Medien einfach so stark sind und das hängt eben damit zusammen, dass die anderen da schwächer sind. Und daran müssen wir arbeiten. Was die Klagemöglichkeiten angeht, könnte man sehr lange antworten. Ich versuche es kurz zu machen. Es gibt verschiedene Klagen auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel ist die Frage ganz interessant, wie kann es eigentlich sein, dass in Geflüchtetenlagern in Griechenland Leute eingesperrt werden in Situationen, in denen sie die Regeln für Corona gar nicht einhalten können. Also sie können gar keine Abstandsregeln einhalten. Aber eine Regierung, die die Leute in diese Situation zwingt, Regeln zu brechen, die sie eigentlich selbst erlassen haben für die ja, Gesundheit der Griechinnen und Griechen. Und da kann es sein, dass die Regierung zum Beispiel einfach ja, Straftaten begeht damit, dass sie verhindert, dass die Leute diese Maßnahmen umsetzen können. Es ist aber auch so, dass die zum Beispiel die Aufnahmebedingungen in griechischen Camps, dass auch der Zugang zu Asylverfahren europarechtlich geregelt ist und dass man da auch europarechtlich klagen kann. Und da auch einiges passiert. Insbesondere gibt es ja zum Beispiel einen Fall, wo Griechenland, also griechische Grenzbeamte, Anfang März auf Leute geschossen haben mit scharfer Munition, mehrere verletzt wurden, mindestens eine Person gestorben ist. Also muss man sich vorstellen, da waren Leute, die wollten über die Grenze, einfach über den Zaun. Das ist jetzt nicht so, also irgendwie eine schwere Straftat, die waren noch nicht bewaffnet oder so. Und da wurde einfach mit scharfer Munition auf die Leute geschossen. Etwas, worüber wir uns in Deutschland 2016, glaube ich, war es, noch sehr empört haben, dass jemand die Idee hatte, man könne ja auf Leute an den Grenzen einfach schießen. Ist Realität, ja, ist einfach passiert. Und Griechenland hat jetzt gesagt, das sind alles Fake News, aber der Spiegel hat es sehr ausführlich mit anderen zusammen recherchiert und da gibt es natürlich dann auch Klagen. Also auf verschiedenen Ebenen gibt es immer wieder Klagen. Manchmal ist das Problem dabei, dass es nur für den Einzelfall gilt und auch selbst wenn ganz Griechenland verurteilt wird, irgendwas anders zu machen, hat das oft nicht so viele Folgen, weil sich Staaten da manchmal weigern. Und Özcans Frage von der deutschen Ratspräsidentschaft erwarte ich, dass sie erkennt, dass es wichtig ist, im nächsten halben Jahr sich nicht nur um die Pandemie zu kümmern und das irgendwie gut über die Bühne zu bringen, sondern eben hinzubekommen, dass wieder andere Themen Raum gewinnen, die ja auch nicht weniger, sondern dringlicher werden wegen dieser Pandemie. Also das ist ja einfach so, dass es momentan so ist, dass viele Leute in dieser Krise auch zurückgelassen werden. Da geht es darum, Frauen sozusagen mehr Raum zu geben in der Debatte, auch bei dem Recovery Fund. Aber es geht auch insbesondere darum, bei Asyl endlich mal was hinzubekommen. Also die deutsche Regierung hält sehr viel auf sich. Auch ihre Europafreundlichkeit hält sie immer sehr hoch. Und deswegen erwarte ich von Ihnen auch, dass Sie in der Asylpolitik diese Asylreform vorantreiben und da am Ende auch für ein System kämpfen, in dem eben mehr Menschenwürde und mehr Menschenrechte und auch mehr Rechtsdurchsetzung besteht, weil schon die Regeln, die wir gerade haben, werden nicht so richtig eingehalten. Und da ist es so, dass man von Ihnen eigentlich nur sehr viel erwarten kann, aber auch sagen muss, dass besonders im Bundesinnenministerium der Gedanke, dass irgendwie wieder mehr Leute kommen und irgendwas wie 2015 wird, so überlagernd ist über alle vernünftigen Gedanken, dass man da noch echt viel arbeiten muss. Aber wir sind auch in sehr intensivem Austausch mit dem Bundesinnenministerium. Auch die Bundestagsfraktion macht da viel und wir leisten da hoffentlich Überzeugungsarbeit, damit ein bisschen Vernunft wieder in die Asylpolitik zurückkehrt, die man leider momentan vermissen muss.
Gordon, bevor ich dich dran nehme, weil jetzt tatsächlich bei uns Massenanfragen plötzlich eingehen, was mich sehr freut, würde ich für dich, weil eine sehr gezielt an dich ist, die eine noch mit dazu nehmen, und zwar von Anja Fried aus dem Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg. Hat CI eigentlich ausreichend Geld? Wie viel Gelder fehlen euch? Und vielleicht kannst du generell zu eurer Finanzierung nochmal was sagen. Das ist ja, ihr seid ja ein Verein. Wie macht ihr das eigentlich, diese massiven Gelder aufzutreiben, die so eine Rettungsmission ja kostet? Ja, gern. Also zu dem Thema Klage, da hat Erik ja schon richtig gesagt, es gibt dort anhängige Klagen. Es gibt auch eine 700 Seiten starke Klage von zwei italienischen Anwälten, glaube ich, gegen die Europäische Union. Aber wir werden da also frühestens, glaube ich, in 2 bis 3 Jahren Urteile sehen. Also das wird noch lange dauern. Das wird sicherlich auch noch in die Länge gezogen. Es gibt Anwälte und NGOs, die da sehr qualifiziert sind und dort gute Arbeit leisten. Aber das ist jetzt zum Beispiel nicht unsere Aufgabe als Seenotrettungsorganisation, Staaten zu verklagen. Und um das an einem Beispiel festzumachen, wir werden ja da gerade festgehalten und führen mit der italienischen Verkehrsbehörde eine Diskussion darüber, ob jetzt genügend Toiletten an Bord der Alan Kurdi sind oder nicht. Und die 8-jährige Tochter unserer Anwältin hat das eigentlich passend formuliert. Es ist doch egal, wie viele Toiletten da an Bord sind. Hauptsache, die Menschen ertrinken nicht. Es wäre schön, wenn diese Einsicht auch mal wieder in die Köpfe der italienischen Beamten eindringt. So einfach könnte man das argumentieren, aber es ist nicht so. Interessant ist, dass vor einigen Tagen ein italienisches Patrouillenboot auch über 100 Menschen gerettet hat. Da sind, glaube ich, 2 Toiletten weniger an Bord als bei uns. Also die Diskussion ist absurd. Man könnte sagen, ihr sollt nicht retten, ihr habt nicht genug Toiletten. Auf dem Niveau sind wir da gerade in der Diskussion angekommen. Zum Thema Geld. Ich persönlich habe bei den NGOs schon so ein bisschen den Ruf, ja, der Gordon ist ja ganz nett, aber der will immer Spenden haben, ne? Das ist tatsächlich meine Rolle bei CI, das Thema Fundraising und Mittelbeschaffung. Und wir haben nie genug Geld. Also der Haushalt ist immer unsicher. Das ist auch ganz normal, weil unsere NGO gibt es ja erst seit 5 Jahren und das gilt auch für die anderen NGOs, Sea-Watch und SOS Mediterranee. Da ist gar nichts in trockenen Tüchern. Wir starten immer mit großen Haushaltslücken in das neue Rettungsjahr sozusagen, 2020. Und CI muss dieses Jahr, wenn wir unseren Haushalt sozusagen schaffen wollen, unter den besten möglichen Annahmen, also bis zu 10 Missionen, was wir wahrscheinlich aufgrund der Blockaden nicht mehr schaffen. Aber unter besten Umständen bräuchten wir eigentlich 2,2 Millionen Euro, um alle Missionen durchführen zu können. Wir haben 2016 nur 300.000 Euro gebraucht, weil das da alles wirklich noch ein bisschen einfacher war. Aber Seefahrt unter deutscher Flagge ist tatsächlich sehr teuer. Und da ein schöner Hinweis: Die Stadt Konstanz hat gerade für die Alan Kurdi eine Patenschaft übernommen. Ich glaube, die haben CDU-Bürgermeister im Übrigen und haben sich dazu entschieden, jährlich CI mit 10.000 Euro für die Alan Kurdis zu unterstützen. Stadt München hat so einen Beschluss schon mal für SOS Mediterranee über 100.000 Euro geführt. Und das ist übrigens was, Bettina, da muss man Horst Seehofer nicht um Erlaubnis bitten. Ihr dürft Rettungsschiffe auftanken. Dazu müsst ihr wirklich nicht fragen. Und zum Thema Geld ein letzter Hinweis. Für mich war Oktober 2019 wirklich ganz entsetzlich. Gab es im Europaparlament eine Abstimmung. Erik wird sich erinnern. Es sollte ein Search and Rescue Fund aufgelegt werden im EU-Haushalt, um Seenotrettung zu finanzieren. Und es ist an 3 Stimmen gescheitert. An 3 Stimmen. Und danach, als diese Abstimmung verloren gegangen ist, oder an 2 Stimmen, noch schlimmer. Als diese Abstimmung verloren gegangen ist, da wurde im Parlament gefeiert, ich werde die Bilder nie vergessen, als hätte Deutschland gerade in der letzten Minute gegen England das Siegtor geschossen. Und dass das möglich ist, dass in einem europäischen Haus gefeiert wird, dass weiter Menschen ertrinken, das ist eigentlich eine moralische Vollkatastrophe. Wenn wir uns das ansehen, dann wissen wir ganz genau, wo wir stehen. Und mich macht auch unglaublich traurig, ich bin übrigens auch Mitglied der Grünen Partei. Mich macht unglaublich traurig, wenn wir wissen, dass 2 Stimmen gefehlt haben. Es haben 3 deutsche grüne Abgeordnete bei der Abstimmung gefehlt. Und es ist bestimmt so, dass es ganz wichtige Dinge gibt, weswegen man an so einer Abstimmung nicht teilnehmen muss. Aber wir können sagen, bei dieser Abstimmung ging es um Leben und Tod. Also da kann man ein paar Sachen für liegen lassen. Und wir sehen sowas. Wir sehen sowas als NGOs ganz genau und wir merken uns auch, wer da gefehlt hat. Das zum Thema Geld. Ach so, Erik, ich würde mir wünschen, dass ihr diese Abstimmung für den EU-Haushalt 2021 nochmal abgibt. Ja, das Hauptproblem waren übrigens nicht grüne Abgeordnete, die gefehlt haben, weil, also
Es ist im Europäischen Parlament so, dass wir wirklich manchmal tausende Abstimmungen pro Woche haben und man einfach nicht 100, ist da ungünstig gelaufen, in der Tat, hast du recht. Aber das Hauptproblem war, dass die Liberalen eine europäische Konferenz in Athen hatten und im Laufe des Abstimmungsmarathons zu dieser Resolution immer mehr liberale Abgeordnete dann zum Flughafen gefahren sind, sodass am Ende von der Fraktion, glaube ich, über 30 Leute gefehlt haben, die eigentlich grundsätzlich dem positiv gegenüberstanden. Das war insgesamt ein bisschen ungünstig, weil die Gesamtanwesenheit dazu geführt hat, dass man, obwohl man eigentlich bei Wahlen sozusagen da Parteien gewählt hat, die am Ende eine Mehrheit gehabt hätten dafür, dann das nicht aufs Parkett gebracht hat. Und das müssen wir wahrscheinlich nicht wiederholen, sondern ein bisschen neu auflegen. Aber steht auf, ist gar keine geringe Priorität in meinem Parlamentsleben. Ja, danke dir. Ja, danke nochmal für die Aufklärung, Erik. Genau, ich glaube, Bettina, du hast gehört, dass wir Schiffe auch tanken können. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Aber wir haben auch von Ingrid Bertermann aus Mitte noch die Frage, was können wir eigentlich auf Bezirksebene tun? Eine Entschließung haben wir bereits in der BVV Mitte beschlossen, dass Berlin aufnehmen soll. Aber was können die Bezirke sonst vielleicht noch unterstützend machen? Dann noch die Frage, sehr viel grundsätzlicher von Darius an Erik. Warum kritisierst du das Konzept Nationalstaat? Welche europäischen Nationalstaaten kritisierst du konkret? Was für ein Problem haben wir eigentlich mit diesen Staaten? Und auch nochmal generell an euch die Frage, seht ihr eigentlich die Möglichkeit, dass bei diesem ganzen Thema Corona und Covid, dass die Medien gerade ja so sehr dominiert, wir überhaupt eine Möglichkeit haben, dieses Thema der Seenotrettung und der Situation in Moria und an den Außengrenzen in den Medien überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen? Da würde ich euch jetzt gerne noch einmal eine Antwortrunde machen lassen. Vielleicht fängt diesmal Gordon an, wenn das für dich passt. Ja, also es war tatsächlich so, ja, wir waren ja im April das einzige Schiff auf dem Meer und egal in welches Medium man geschaut hat, die ersten 6, 7 Meldungen waren Corona-Meldungen. Und ich habe das ja am Anfang auch noch alles ganz aufgeregt mitverfolgt und habe die ganze Nacht gelesen, wo ist jetzt was los, ne? Aber ich habe schon den Eindruck, dass in den Medien da wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Und das mache ich daran fest, dass bei Spiegel Online letzte Woche die Top-Meldung auf Platz 1 eine AfD-Meldung war und dann dachte ich so, okay, es normalisiert sich wieder. Es ist keine Corona-Meldung mehr auf Platz 1. Und ich glaube, dass wir das auch in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden. Tatsächlich war ja auch in den letzten Wochen durch die Blockaden kein Seenotrettungsschiff mehr sozusagen betroffen. Wir werden sehen, dass sich das in den nächsten Wochen wieder ändert. Ich weiß, dass ganz viele NGOs daran arbeiten, ihre Schiffe wieder tüchtig zu machen und die Bürokraten sozusagen zu überwältigen, um wieder in den Einsatz zu können. Und dann wird dieses Thema auch wieder präsenter sein, denn wir sehen, also man kann, wenn man als Alarmfon bei Twitter abonniert, da verliert man den Überblick. Also wir haben wirklich Dutzende Seenotfälle in den letzten Tagen und Wochen gehabt. Und jetzt kommt der Sommer. Also wir werden größtenteils spiegelglatte See haben auf dem Meer. Und wenn da keine Rettungsschiffe da draußen sind, werden wir eine Katastrophe sehen. Und möglicherweise, und das könnte tatsächlich darauf hinauslaufen, braucht es erst wieder ein wirkliches Drama, wo hunderte Menschen ertrinken, damit die Europäer, also die EU-Mitgliedstaaten wirklich sagen, um Gottes Willen, wir lassen die Rettungsschiffe jetzt mal rausfahren. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber ich befürchte, dass es so sein wird. Erik, willst du weitermachen und danach vielleicht nochmal Bettina, wenn du da noch ergänzen möchtest? Ja, also zu den Kommunen kann man natürlich rechtlich einfach von Kommunen, wenn sie nicht gerade auch Stadtstaaten sind, die ja auch nicht unendlich viele Möglichkeiten haben, aber da können Kommunen sozusagen einfach rechtlich nicht viel machen, aber politisch, glaube ich, einen großen Beitrag leisten. Und da gibt es ja auch einen umfassenden Prozess und das war, glaube ich, eine der wichtigsten Entwicklungen in der Asylpolitik in Deutschland in den letzten Jahren, wie stark von unten
da, wo ja auch die Aufnahme dann tatsächlich passieren muss, wo es organisiert werden muss, wo man dann sozusagen realpolitisch auch einfach umsetzen muss, was irgendwie im Bundesinnenministerium entschieden wird, dass da so viel Druck kam, indem einfach Kommunen sich sehr klar positioniert haben über ihre eigentliche Aufgabe der Lokalpolitik hinaus. Und das fand ich ein Weg, den man weitergehen muss. Man kann darüber nachdenken, zum Beispiel, ob es nicht Sinn macht, Partnerkommunen in Griechenland beispielsweise, gibt auch Kommunen in Südlesbos und Nordlesbos oder so, ob man da nicht versucht, Partnerkommunen zu finden oder das vielleicht auch auf Berlin-Ebene mal angeht, um einfach auch den Austausch mit Griechenland, die verschiedenen Sichtweisen auch auf verschiedene Dinge da besser darzustellen, einen regelmäßigen Austausch zu haben. Und sowas fände ich noch ganz interessant. Andere Ideen, aber machen wir es mal kürzer. Also an Nationalstaaten, also was mich stört, ist sozusagen nationalstaatlicher Egoismus in Europa, weil wir einfach da, glaube ich, vorsichtig sein müssen. Wenn wir uns die Äußerungen angucken, die einzelne eigentlich demokratische Regierungen momentan in der Asylpolitik von sich lassen, dann haben wir, und da könnte man jetzt tausende Leute, tausende Sachen aufzählen, haben wir zum Beispiel einfach einen österreichischen Kanzler, der sagt, also Global Compact on Migration, das führt zu Massenmigration, deswegen beteilige ich mich da nicht. Aber wie will man denn bitte in einem Staat, der in Europa ist und eigentlich total ja, weltoffen sein könnte und irgendwie gut in die Zeit passen könnte, wie will man denn aus der Sicht von Sebastian Kurz Migration im 21. Jahrhundert diskutieren, regeln, wenn nicht auch auf globaler Ebene in der globalisierten Welt? Und das ist im Wesentlichen so, dass der von einer rechtspopulistischen Kampagne da getrieben ist. Wenn man nach Ungarn schaut, dann gibt es ein EuGH-Urteil, das sagt, also das, was ihr da mit den Menschen macht, das ist Haft und die dürft ihr gar nicht einsperren, wenn die irgendwie nach Ungarn kommen. Und dann sagt Ungarn, ja, interessiert uns aber nicht, was der Europäische Gerichtshof und sagt, wir machen das trotzdem so, wie wir wollen. Und dann hat man Griechenland, die zum Beispiel sagen, ja, also jetzt regt euch doch mal nicht auf, dass wir auf Leute da an der Grenze geschossen oder also sie haben nicht über diese scharfen Schüsse geredet, sondern über Tränengas und Gewalt an den Grenzen und Verprügeln und so. Regt euch doch darüber nicht auf, das sind alles doch gar keine richtigen Flüchtlinge. Das sind ja hauptsächlich Leute aus Afghanistan. Das ist so fern von der Realität, weil zum Beispiel in Griechenland einfach über 70% der Leute aus Afghanistan einen Schutzstatus bekommen in dem rechtsstaatlichen Verfahren. Und weil wir auch mal sagen müssen, dass man halt nicht irgendwie mit einem Tränengasgranate und einem Knüppelstock prüft, ob jemand ein richtiger Flüchtling ist oder nicht, sondern in einem rechtsstaatlichen Verfahren. So, das sind die Regeln, die wir uns in Europa gegeben haben und die einfach die Grundsätze sind, auf denen wir eine Europäische Union, eine europäische Staatengemeinschaft gebaut haben, weil wir erkannt haben, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nationalstaatlicher Egoismus in Zorn umgeschlagen ist, der dann dazu führte, dass sehr viel Unheil über Europa durch zwei von Deutschland ausgelöste Weltkriege hinweggerannt ist. Und solche Situationen müssen wir eben vermeiden. Und deswegen glaube ich, ist es auch, wenn man jetzt natürlich nicht sagen kann, ja, wir stehen kurz vor dem Weltkrieg, sehr, sehr wichtig, dass man erkennt, dass wir momentan einfach ein System in der Europäischen Union brauchen, wo es sich nicht lohnt, egoistisch zu sein und sich nicht mehr um die Menschenrechte, die Menschenwürde zu kümmern, weil genau diese Würde des jeden einzelnen Menschen, ja, und genau diese Menschenrechte, die universell jeden einzelnen Menschen treffen, eben das sind, was uns eigentlich ausmacht und was das Fundament unseres auch politischen Handelns sein sollte. Und wenn man mich dann fragt, ja, warum kritisierst du Nationalstaaten, und dann kritisiere ich das, weil die eben diese Debatten nicht in der Form führen, wie ich es eigentlich von verantwortungsvollen Demokraten erwarte. Und da kann man jetzt auch andere Beispiele von Nationalstaaten finden. Also ich finde, Luxemburg hat das zum Beispiel jetzt ganz gut gemacht. Irgendwie habe auch mit John Asselborn darüber geredet. Aber man kann auch sehr viele europäische Staaten aufzählen, die ihrer Verantwortung, ihre Möglichkeiten zu nutzen, um unsere Grundwerte zu schützen, nicht gerecht werden. Und da warte ich eigentlich besser regiert zu werden. Und deswegen kritisiere ich das. Danke dir, Erik. Dann Bettina, vielleicht vor allem noch mal zu der Frage mit den Bezirken. Was können Bezirke eigentlich machen? Ja, und zum Thema Nationalstaaten, ohne diese Debatte jetzt hier führen zu wollen, aber ich finde die realistischste und beste Antwort darauf, ich muss sagen, ich habe bei Eckehard Krippendorf noch studiert und der hat immer gesagt, Krieg und alles gäbe es nicht, wenn es keine Nationalstaaten gäbe. Und ich dachte immer, ja, richtig, aber deswegen bist du Wissenschaftler und kein Politiker. Und ich glaube, die realistischste Antwort darauf und die beste, die wir bis jetzt real gefunden haben, ist das, wo du dich bewegst, Erik. Das ist Europa. Das war die Bereitschaft, nationale Souveränität ein Stück weit aufzugeben und zu kollektivieren sozusagen. Und das Problem ist nur, dass es halt in Europa gerade viele Staaten gibt, die diesen Wertekonsens nicht so wichtig nehmen. Aber trotzdem habe ich bis jetzt keine bessere Idee gesehen.
Und von da, von dieser großen Ebene zurück zu den Bezirken, Nina. Was die Bezirke meiner Meinung nach tun können, also Stichwort Kommunen, hat Erik recht, da sind wir in Berlin in einer anderen Situation durch diesen Stadtstaat. Da wird es doch sehr stark von der Landesregierung vorangetrieben, das Thema, und adoptiert. Ich finde, was Bezirke tun können, und Ingrid in Mitte, ich überlege gerade, da gibt es Eva Högel beispielsweise als Direktkandidatin der SPD, als eine einflussreiche, noch Mitglied des Bundestags. Ich finde, man muss auf die SPD- und CDU-Leute in den Bezirken zugehen, die da ihre Wahlkreise haben, und man muss die versuchen, direkt zu agitieren. Die SPD im Bund hat zwar schon zum Beispiel versucht, Seehofer und also den Koalitionspartner dazu zu kriegen, dass man aus Griechenland aufnimmt, aber ich habe in den letzten Wochen immer mehr den Eindruck gekriegt, die bremsen durchaus auch ziemlich deutlich, auch jemand, der eigentlich linker Flügel der SPD ist, wie Eva Högel, die bremsen schon ziemlich deutlich, wenn es darum geht, dass Bundesländer dann wirklich machen wollen, weil auch die wollen einfach die Lorbeeren für sich. Die wollen so, und das ist ganz, ganz platt. Deswegen haben die kein echtes großes Interesse dran, außer dass ihre SPD-Minister aus Niedersachsen und Berlin und so weiter da appellieren, dass die wirklich die Bundesländer die Sache an sich nehmen. Hat die SPD auch kein großes Interesse, ist mein Eindruck. Anderswo gibt es CDU-Direktkandidaten und es gibt auch, wie gesagt, auch unsere SPD im Abgeordnetenhaus. Also ich finde, das Sinnvollste ist im Moment gerade in euren Zählgemeinschaften oder in den Wahlkreisbüros der Bundestagsleute, denen ein bisschen die Hölle heiß zu machen. Das ist das, was ich gerade am hilfreichsten fände, jetzt ganz konkret. Und noch ein letztes Wort zum Thema Corona und Medienaufmerksamkeit. Ich muss eigentlich sagen, ich war erstaunt, wie viele Medien und auch, weil ich großer Teil der Zivilgesellschaft und auch in unserer Partei, wie groß eigentlich das Interesse an diesem Thema humanitäre Aufnahme und Leute aus den Lagern und aus Seenot retten ist. Mein Eindruck war fast, dass das wie so ein, ja, wie soll ich sagen, Ventil ist das falsche Wort, aber in der Corona-Phase waren wir ja am Anfang, auch die Abgeordneten, aber auch viele andere engagierte Leute, so sehr plötzlich auf sich, auf zu Hause zurückgeworfen. Es waren Handlungsmöglichkeiten plötzlich beschränkt. Es war die Stunde der Exekutive und es ging alles nur noch um Corona. Und ich glaube, alle, die immer das Bewusstsein hatten, dass es in der Welt noch ein paar andere Probleme gibt oder wenn man so will, dass Corona auch auf den Rettungsschiffen und in den Lagern natürlich stattfindet, die haben sich sogar richtig, richtig auf dieses Thema fokussiert und auch bis hin in den Medien. Ich glaube, alle, die das Gefühl hatten, hier stimmt was nicht, wir können nicht nur noch über Corona und über die Gefahr, die Corona für uns selber bedeutet, reden, die haben sich ziemlich auf dieses Thema gestürzt. Deswegen haben wir da eigentlich, ich habe auch den Eindruck, es gibt ein überraschend breites Bündnis trotz Corona. Danke, Bettina. Und weil du jetzt gesagt hast, es gibt ein überraschend breites Bündnis. Wir haben im Titel des Webinars ein Bündnis oder eine Kampagne ja noch mit benannt, Leave No One Behind, Erik, die du initiiert hast. Vielleicht kannst du da nochmal, bevor wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit und ich bin total dankbar, dass ihr so aktiv dabei wart. Wir haben auch immer noch weit über 50 Teilnehmerinnen dabei und das ist also nach wie vor offensichtlich ein Thema, was die Leute beschäftigt. Deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn wir ein paar Minuten überziehen. Nichtsdestotrotz, Erik, würde ich dich jetzt nochmal bitten, knapp das auch nochmal vorzustellen, diese Kampagne Leave No One Behind und wie kann man eigentlich gerade jetzt auch diesen zivilgesellschaftlichen Protest eigentlich noch aufrechterhalten? Ja, ich war ja von Ende Februar dann etwas über 2 Monate auf Lesbos und das war so, dass Anfang März eigentlich super viel über das Thema berichtet wurde. Die gesamte Weltpresse kam nach Lesbos, da irgendwie auch relativ viel zu sagen können, wie ich und wie wir Grüne diese Situation sehen. Und dann kam so schleichend erst, aber dann sehr doll die Corona-Pandemie, die ja auch wirklich eine ernsthafte Krise ist, wo man jetzt auch nicht in eine Situation geraten darf, zu sagen, okay, jetzt also eure Probleme, dass du Angst um deinen Job hast und du um deine Oma und du um deine Freunde und du dich irgendwie daran störst, berechtigterweise, dass du gerade nicht rausgehen kannst oder dich mit Leuten treffen kannst, das ist alles unwichtig. Lass uns lieber über irgendwelche Leute an den Außengrenzen reden. Das war eine Situation, mit der man nicht erfolgreich gewesen wäre, wenn man eine Kampagne plant. Aber was mir wichtig war, war klarzumachen, dass dieses Virus uns vielleicht sogar, wenn man so pathetisch sagen will, als Menschheit
nochmal ganz klar gemacht hat, dass wir alle am Ende in einem Boot sitzen und dass sich dieses Virus überhaupt nicht darum schert, wer jetzt gerade welchen Pass hat oder wer welche Ideen zur Migrationspolitik hat oder wer welche Hautfarbe oder welches Geschlecht hat, sondern Corona betrifft uns einfach alle. Und aus dieser Erkenntnis, die ja nicht so komplex ist, könnte man ja auch nicht nur, und das war am Anfang der Corona-Krise so, dass man da glauben musste, ja, okay, jetzt geht es schon Richtung Entsolidarisierung, Egoismus, könnte man ja eigentlich, könnte man diese Situation auch nutzen, um ein neues Signal der Solidarität zu senden, indem wir mal die alten Konflikte alle beiseite wischen in Europa und sagen, okay, wir haben verstanden, wir kämpfen jetzt mal alle gemeinsam gegen dieses Virus und organisieren zum Beispiel, dass überfüllte Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln einfach nicht mehr existieren, indem wir Leute schnell umverteilen, damit eben klar ist, dass wir hier niemanden zurücklassen wollen in dieser Krise schon aus Eigennutz, weil wir uns einfach nicht erlauben können, noch Orte in Europa zu haben, an denen dieses Virus sich unbegrenzt ausbreiten kann. Und da ist diese Kampagne entstanden, die auch bewusst jetzt nicht irgendwie von den Grünen getragen wird, sondern von vielen Leuten aus der Zivilgesellschaft, auch von vielen Organisationen unterstützt, wo jetzt auch viele Leute immer weiter Sachen machen und in den nächsten Wochen und Monaten auch noch viele Aktionen, hoffentlich auch wieder mehr auf der Straße sozusagen passieren werden. Am Donnerstag startet zum Beispiel der Moria-Monitor, wo man über 2 Wochen dann immer Berichte von Geflüchteten, über Geflüchtete aus Moria sehen wird, was auch über Prominente verbreitet wird, um einfach mal sichtbar zu machen, was da passiert. Und solche Sachen passieren und man kann sich da Informationen auf leavenoonebehind2020.org organisieren und es wäre toll, wenn viele dabei sein könnten und das auch weitersagen. Man kann sich da auch so Newsletter eintragen und in den sozialen Medien haben wir auch Accounts und so oder kann man das alles verfolgen. Ich finde aber auch wichtig, also die Kampagne hatte jetzt immer einen Fokus auf Griechenland und die griechischen Inseln, dass die Situation auf dem zentralen Mittelmeer, die wirklich auch unaushaltbar ist, da nicht untergeht. Und da ja, es ist auch wichtig, dass man das irgendwie immer weiter ja, weitersagt, Spendenaufrufe weiterschickt und da auch in diesem Leave No One Behind Gedanken sich klar macht, dass in diesen Minuten wahrscheinlich schon wieder Leute in Seenot sind und niemand das mitbekommt, weil kein einziges Schiff vor Ort ist, um die Leute zu retten. Ja, vielen Dank, Erik. Vielen Dank insgesamt euch drei für diese Runde. Wir haben es jetzt leider nicht geschafft, alle Fragen zu beantworten, aber für die, deren Fragen jetzt nicht beantwortet werden konnten, ihr werdet vielleicht auch noch mal eine Info in eine Nach-E-Mail sozusagen bekommen, wo auch Kontakte von den Büros dann noch mal drin sind, wo ihr, wenn ihr sehr konkrete Fragen habt, euch natürlich an die Büros auch noch mal wenden könnt von Bettina und Erik. Ihr könnt natürlich auch auf ci.org ist es, glaube ich, oder? Könnt ihr euch auch noch mal weiter informieren? Ich persönlich habe heute Abend beschlossen, bei euch auch noch Mitglied zu werden. Ich bin Mitglied bei Sea-Watch, aber ich finde, solche Mitgliedschaften kann man gar nicht genug haben. Insofern, wer wirklich selber tätig werden will, ich glaube tatsächlich, dass da auch jeder kleine Beitrag hilft. Gordon hat es vorhin beschrieben, wie viel Geld da fehlt und da geht es um Leben und Tod. Deswegen, wer von euch da sich auch beteiligen will, würde mich sehr, sehr freuen. Schiffspatenschaften übernehmen können wir sicher als Berlin, müssten wir, also ich sage das jetzt so mal, dass ich das sicher prüfen werde, dass wir da im Abgeordnetenhaus, Bettina nimmt das bestimmt mit, ob man da vielleicht was machen kann. Guck, sie hat den Daumen hoch, das nehme ich als Ja. Ich habe es auch Aber auch sonst aufgeschrieben. jeder von uns privat kann Geld spenden, der ein bisschen Geld wenigstens übrig hat. Und ich finde, das ist das Mindeste, was wir tun können, weil ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind hier unfassbar privilegiert. Und es ist ein unglaubliches Glück, dass wir hier geboren sind und nicht woanders. Und dieses Glück sollten wir, finde ich, mit möglichst vielen Menschen teilen. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend dabei wart, weil ich finde, auch das zeigt, das Thema ist uns Grünen nicht egal. Und wir haben das sehr weit oben auf der Tagesordnung und das werden wir auch weiterhin verfolgen. So, insofern vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren und insbesondere Bettina, Erik und Gordon, euch dreien. Vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch allen dann jetzt noch einen wunderschönen Abend. Tschüss. Jo, danke schön. Danke euch.